Hallo, liebe Hungrige. Sonst heißt es ja oft, das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken. Mit diesem sommerlichen Kuchentrend wird das aber auf den Kopf gestellt. Denn das bisschen Aperol Spritz, das wir sonst trinken, können wir nun auch essen. Und weil es genauso gut schmeckt, solltet ihr den Kuchen unbedingt mal probieren. Ganz kurz noch in eigener Sache, wenn euch Video und Kanal gefallen und ich bin da optimistisch, dann bitte Daumen hoch und abonnieren, ist ja kostenlos. Und damit ihr in Zukunft kein Video verpasst, auch die Glocke aktivieren. Danke. Zurück zum Rezept. Und dafür brauchen wir Dinkelmehl, funktioniert aber mit Weizen oder einer Mischung ebenso gut. Wir brauchen Backpulver, Zucker, es darf auch eine kalorienarme Variante wie Birkenzucker oder Zucker sein. Wir brauchen gemahlene Mandeln, alternativ gemahlene Haselnüsse, Eier und Butter, außerdem eine unbehandelte Orange, Puderzucker und selbstverständlich den ja namengebenden Aperol. Und wer das Ganze ohne Alkohol machen möchte, kann zum Beispiel diese alkoholfreie Variante verwenden, ist geschmacklich fast identisch. Zuerst erledigen wir mal ein paar vorbereitende Handgriffe. Von der heiß abgewaschenen Orange reiben wir die Schale ab. Falls ihr einen Zestenreißer habt, könnt ihr fürs spätere Dekorieren auch ein paar Zesten abziehen. Und dann pressen wir noch den Saft aus der Orange. Nun zu den Eiern. 3 davon müssen wir trennen in Eigelb und Eiklar. Und nun geben wir die weiche Butter in eine Rührschüssel, schlagen sie cremig auf, schütten dann den Zucker dazu, rühren weiter. Und dann schlagen wir ein Ei in die Schüssel und geben außerdem eins der Eigelbe dazu. Und jetzt gießen wir ebenfalls den Aperol mit hinein. Das sieht schon mal schön bunt aus, allerdings nur kurzfristig, denn es wird ja wieder miteinander verrührt. Dann machen wir eine kurze Pause, gießen den Orangensaft dazu, sozusagen das Spritz statt Prosecco, obwohl man auch diesen nehmen könnte. Und wir ergänzen mit der abgeriebenen Orangenschale. Alles wieder miteinander verrühren und dann schütten wir, dabei weiterrührend, die gemahlenen Mandeln mit in die Schüssel und geben nun auch das Backpulver mit hinein. Man könnte es separat auch mit dem Mehl mischen, es geht aber auch so. Und besagtes Mehl schütten wir nun auch und wieder weiterrührend mit den Schneebesen, so verteilt auf 2-3 Portionen, mit in die Rührschüssel. Haben wir dann einen weichen, homogenen Teig, kümmern wir uns um die Eiklar. Diese schlagen wir steif und natürlich auch wieder mit den Schneebesen des Rührgeräts. Hat es die gewünschte Konsistenz, geben wir es mit in die Schüssel zum Teig und heben es anschließend mit Löffel oder Teigschaber unter. Ist der Teig dann soweit vorbereitet, brauchen wir jetzt die Kastenform und diese fetten wir ein und stäuben sie anschließend noch mit etwas Mehl aus. Außerdem lege ich, ist nur eine Option, noch 2 Streifen aus Backpapier in die Form und damit die sich besser anpassen lassen, die Streifen mal kurz unter den Wasserhahn halten, dann ausdrücken und dann in die Form einpassen, ist einfach ein Hilfsmittel, um später den Kuchen leichter aus der Form heben zu können. Und nun geben wir den vorbereiteten Teig in die Form, erstmal so ungefähr die Hälfte und dann alles andrücken, entweder mit Löffel oder Teigschaber, eben weil der Teig doch etwas zäh ist, andrücken, damit eben auch Teig bis schön in die Ecken kommt. Anschließend die zweite Hälfte des Teigs in die Form füllen, auch wieder ein bisschen gleichmäßig von Anfang an. Und dann, wie gehabt, verteilen und am Ende die Oberseite noch glatt streichen, die Form vielleicht auch mal so ein bisschen hin und her schütteln oder auf die Arbeitsfläche stoßen und dann ab damit in den Ofen. Und hier wird unser Kuchen nun bei 160 Grad Umluft für 55 bis 60 Minuten gebacken. Schaut zum Ende hin mal drauf. Solltet ihr befürchten, dass er zu dunkel wird, dann mit Alufolie abdecken. Ich brauchte das nicht und so appetitlich sollte der Kuchen dann aussehen. Erstmal abkühlen lassen, am besten auf dem Kuchengitter. Und dann nehmen wir ihn raus und können sehen, mit den Backpapierstreifen funktioniert das wunderbar. Nun die Glasur zubereiten. Wir geben also Puderzucker in ein geeignetes Gefäß. Und ergänzt dann mit einem Schlückchen entweder Milch, nehme ich, ihr könntet aber auch Zitronen- oder Orangensaft nehmen und dann gern auch noch ein Schlückchen vom Aperol mit dazu gießen. Anschließend alles miteinander verrühren, geht ja mit einer Gabel ruckzuck und am Ende sollten wir eine doch eher etwas zähflüssige Glasur haben. Und diese wird nun auf dem Kuchen verteilt, ob ihr ihn mit einem Muster verseht oder ganz flächig damit einstreicht oder so wie ich, die Oberseite und ringsherum ein paar herunterlaufende Nasen. Das bleibt völlig euch überlassen. Toppt den Kuchen noch mit einigen Orangenzesten oder Schalenabrieb. So oder so, der Kuchen ist saftig und schmeckt köstlich. Ein wirklich schöner Sommertrend fürs Backwerk. Ihr solltet ihn unbedingt mal probieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit.
Falls es aber doch vielleicht lieber Erdbeermuffins sein sollen oder ihr lieber einen leckeren Salat essen möchtet, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.